Engel. Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 9. Lege deine Hand an ihn. An den Kampf wirst du denken. Und es nicht wieder tun. Hiob, Kapitel 40, Vers 32. Die junge Frau sang etwa eine halbe Stunde lang, und während dieser Zeit wurden immer mehr der Anwesenden von ihrer klaren Stimme in den Bann geschlagen. Die meisten Gäste vergaßen das Essen, und selbst die Bediensteten der Raststation ließen für ein Weilchen ihr Tagwerk liegen, um der Sängerin zu lauschen. Sie sang selbst vergessen, als musiziere sie ganz für sich, und hob nur selten den Blick vom Griffbrett der Laute, der ihre schmalen Finger teilweise recht ungewöhnlichen Harmonien zur Unterstützung ihres Gesangs entlockten. Wie sie sang, war eine Mischung aus traditionellen michaelisländischen Weisen, einfachen Chorälen, aus sarelitischer Feder, die leicht singbar und deshalb in ganz Europa schon fast so etwas wie Volkslieder geworden waren, und Stücken, die keiner der Anwesenden bisher gehört hatte. Die alten Weisen waren es, die Maloriel am meisten faszinierten. Das lag nicht nur an den Tonfolgen, aus denen sie bestanden und denen etwas Ungewöhnliches, fast Sarelitisches anhaftete. Es waren vielmehr auch die Texte, mit denen sie versah. Bei all diesen Stücken sang die junge Frau in einem Dialekt des Kammen, der stark mit michaelisländischen Lehnworten und sogar vorsintflutlichen Einsprengseln durchsetzt war. Die Texte der Lautistin waren schwer einzuordnen, da sie voller überbordender Bilder und Metaphern waren und selten etwas klar sagten. In vielen ging es aber um Liebe, die oft unerfüllt blieb, Sehnsucht und um wiederkehrende, schwer deutbare Träume. Hier hatte Maloriel aufgehorcht. Zu allem Überfluss hatte sie dann auch noch ein Lied gesungen, in dem sie unter anderem darüber mutmaßte, was wohl die himmlischen Boten träumen mochten. Der Kehrvers ging Maloriel nicht mehr aus dem Kopf. Boten des Himmels, Boten des Rechts, die Schwingen geliehen, die Träume sind echt. Die Worte hatten den Rameliten bis ins Mark getroffen, zumal er Stein und Bein geschworen hätte, dass die Sängerin, als die Textstelle zum ersten Mal erklang, von ihrem Instrument aufgesehen und ihm direkt in die Augen geblickt hatte. Unwillkürlich fühlte er sich an sein Gespräch mit Hiob und an seine eigenen, schwer deutbaren Träume erinnert. Er sah sich um, ob diese merkwürdigen Zeilen vielleicht auch den anderen Engeln aufgefallen waren. Doch sie hingen nur begeistert an den Lippen der Sängerin. Keiner von ihnen wirkte im Mindesten betroffen oder gar bestürzt. Als die Frau geendet hatte, brandete Applaus auf. Sie sah sich um, als werde ihr erst jetzt klar, dass sie doch für ein recht großes Publikum musiziert hatte. Und die Erkenntnis zauberte die Röte der Verlegenheit auf ihre Wangen. »Danke sehr«, hauchte sie. Maloriel spielte mit dem Gedanken, aufzustehen, hinüberzugehen und ihr zu sagen, wie schön ihr Vortrag gewesen war. Doch Wenzel von Prag war bereits aufgesprungen, wischte sich mit einem Tuch den Mund ab und eilte mit wehendem Habit an ihren Tisch. »Das war wundervoll, gute Frau, ganz wundervoll. Wollt ihr mir die Ehre geben, euch zu mir an meinen Tisch zu setzen?« ließ er eine Spur von zu lauten vernehmen und wies auf den Tisch, an dem auch die Schar versammelt war. »An seinen Tisch, dieser Angeber«, sendete Ariel empört. Aber die Sängerin ließ es an der gebotenen Ehrfurcht nicht fehlen. Sie sah die Engel und errötete noch tiefer. Sie kam mit leicht gesenktem Kopf ein paar Schritte näher und hauchte. »Wenn es euch nichts ausmacht, würdige Engel«, »aber nein«, sagte Ariel versöhnt, »setz dich, ich bin Ariel und dies ist meine Schar.« Sie deutete der Reihe nach auf ihre Schargeschwister. »Adoniel, Rahel, dies ist Maloriel und unser Orelit dort drüben bei dem Pfosten heißt Daniel.« Sie machte eine Kunstpause. »Ach, und dieser Monarch hier ist Wenzel, unser Schutzbefohlener.« Keinem ihrer Schargeschwister entging das kleine, befriedigte Grinsen, das bei diesen Worten die Mundwinkel der Michaelitin umspielte. Die Sängerin zog sich einen Stuhl heran.
Während einer der Schankburschen ihren mittlerweile erkalteten Tee durch frischen, heißen ersetzte, sagte sie: Mein Name ist Ambra Djala. Es ist mir eine Ehre, bei euch sitzen zu dürfen. Oh, dein Gesang ist dafür mehr als Grund genug, meine Schöne, schwadronierte Wenzel. Doch Maloriel fiel ihm ins Wort. Dichtest du die lieber selbst, Ambra? Du weißt schon, die mit dem merkwürdigen Dialekt. Die Sängerin hob den Kopf und sah dem Rameliten direkt ins Gesicht. Ja, ich erfinde die Melodien selbst und ersinne auch die Texte. Gefallen sie euch, Bote des Herrn? Ja, sehr. Wo hast du die Ideen dafür? Das klang heftiger und eindringlicher, als Moriel gewollt hatte. Die anderen Mitglieder seiner Schar sahen ihn überrascht an, da sie spürten, dass zwischen dem Rameliten und der Sängerin mehr in der Luft lag als Begeisterung für das Gehörte. Daniel, der wenig mit Musik anfangen konnte und bisher eher gelangweilt in der Nähe gestanden hatte, drehte sich überrascht um, als er den heftigen Tonfall seines Scharbruders hörte. Und selbst der sonst von allem mit sich selbst beschäftigte Wenzel schien gemerkt zu haben, dass sich gerade ein merkwürdiger Unterton in die Unterhaltung geschlichen hatte. Ambra Djala überging das alles einfach und lächelte. Ich träume sehr viel, Ramelit. Nachts im Schlaf und oft auch an Tagen, mit offenen Augen. Künstler müssen das, wisst ihr. Ich glaube fest daran, dass wir, denen der Herr in seiner unendlichen Weisheit eine besondere, poetische Begabung mitgegeben hat, ihm gegenüber verpflichtet sind, auch das Beste daraus zu machen. Sie nippte an ihrem Tee, verzog angewidert das Gesicht, als sie bemerkte, dass sie ihn bisher nicht gesüßt hatte, und holte das umgehend nach. Dann fragte sie leichthin: Ich freue mich, dass du meine Musik magst. Gibt es denn ein Stück, das es dir besonders angetan hat? Maloriel versank in Ambras blauen Augen. Es war fast, als existierten die anderen Engel, Wenzel, ja der ganze Schankraum nicht mehr. Ihm kam es so vor, als sei er allein mit der schönen Sängerin in einer Luftblase, die nichts hinein und aus der nichts hinausdringen konnte. Etwas an seiner Brust fühlte sich beengt und verwundbar zugleich an. Das Lied über die Träume, brachte er schließlich heraus. Adoniel kicherte und er warf dem Gabrieliten einen wütenden Seitenblick zu. Dabei stellte er fest, dass auch Rahel und Ariel sich ein Lächeln nicht ganz verkneifen konnten. Er beschloss, sie einfach zu ignorieren und fuhr fort. Was meinst du damit? Unsere Schwingen seien nur geborgt, aber unsere Träume seien echt. Ambras Augen schossen in die Höhe. Dann sagte sie: Von aber habe ich nichts gesungen, Himmelsbote. Und ist es nicht wahr, dass ihr eure Flügel vom Herrn bekommen habt, sie euch letztlich also verliehen wurden? Dass aber jedes Wesen unter Gottes Himmel nur Dinge träumen kann, die aus ihm selbst, aus seinem Herzen und seiner Seele kommen? Manche sagen, wir verarbeiten so unsere Herzenswünsche und Sehnsüchte. Maloriel war sprachlos. Es war, als könnte diese fremde Frau bis in den innersten Kern seines Wesens sehen. In das Schweigen hinein sagte Ariel bestimmt: Es war nett, mit dir zu plaudern, Ambra Djala. Und dein Gesang hat unseren Herzen erfreut. Doch nun müssen wir los, der Tag wartet nicht. Wenzel, wenn du bitte dein Gepäck holen würdest. Mit einem leicht indignierten Blick folgte der Monarch ihrer Aufforderung. Ambra nickte noch einmal zum Gruße, erhob sich dann und ging zu ihrem ursprünglichen Tisch zurück, um ihre Laute in den Lederfutteral zu verstauen. Als Wenzel mit seinen Taschen wieder herunterkam, befand sich die Schar bereits auf dem Weg nach draußen. In dem allgemeinen Aufbruchslärm trat Ambra plötzlich dicht hinter Maloriel und berührte sacht seine linke Schwinge. Er blieb bei der Berührung, die seinen ganzen Leib durchzuckte, stocksteif stehen. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und flüsterte ihm so leise, dass keiner der anderen es hören konnte, ins Ohr. Du hast auch die verbotenen Träume, nicht wahr? Aber keine Angst, es gibt Hilfe. Maloriel drehte sich um, unsicher, ob und was er sagen sollte, und tiefe Traurigkeit lag in seinen Augen. Doch die Sängerin drehte sich nur um und eilte ohne ein weiteres Wort die Treppe zu den Gästeschlafräumen hinauf. Wenige Minuten später verließen die Engel in Begleitung Wenzels von Prag die Raststation an der Via Pellegrina, um den rabelitischen Monarchen zu seiner Pontifikalaudienz nach Roma Eterna zu geleiten,
Maloriels Gedanken aber weilten ganz woanders. Ich hoffe, das mit dem Marschieren wird nicht zur Gewohnheit. Der Herr hat mir meine Schwingen sicher nicht gegeben, damit ich auf Erden wandle, grummelte Adoniel vor sich hin. Seine Augen waren zu Boden gerichtet, denn er kickte missmutig Steine vor sich her. Vorsichtig blickte er auf, um zu sehen, ob er nicht aus Versehen ihren Gast verärgert hatte. Immerhin legte der Pontifex Maximus persönlich großen Wert auf den Rameliten, also musste ja etwas an ihm dran sein. Doch der Monarch achtete gar nicht auf den Gabrieliten, der in einigem Abstand hinter ihm marschierte und die Nachhut ihres kleinen Trupps bildete. Wenzel von Prag war vollauf damit beschäftigt, sich mit seiner Wichtigkeit zu sonnen, die er dahin dokumentiert sah, dass ihn eine ganze Engelsschar eskortierte. Gelegentlich nickte er einigen anderen Reisenden, die sie überholten oder die ihnen entgegenkamen, huldvoll zu. Ariel hingegen, die bestimmt 30 Meter weiter vorne ging, hatte den stämmigen Todesengel entweder gehört, seine Stimmung geahnt oder seine Gedanken gelesen. Adoniel war bei ihrer Scharführerin nie so ganz sicher, wie weit ihre Einfühlung in die Geschwister eigentlich ging. »Reiß dich zusammen, Bruder«, sendete sie ihm. »Die Wege des Herrn sind manchmal unerforschlich, und wir werden diese Mission erfüllen, so gut wir können.« Adoniel antwortete nicht, sondern schnaubte nur und hob den Kopf. Daniel war ganz im Gegensatz zu seinem schwarzgewandeten Scharbruder mit seiner Aufgabe zufrieden. Auf Ariels Geheiß zog er weite Kreise am wolkenverhangenen Winterhimmel und hielt nach Feinden Ausschau. Er war ein gutes Stück vorausgeflogen und hielt Augen und Ohren offen. Deswegen hörte er das merkwürdige Brummen auch viel früher als die anderen. Hätte er sofort gewusst, was er davon nahm und entsprechend schnell reagiert, hätte er wahrscheinlich eine reelle Chance gehabt. Doch wie alle anderen Engel hatte auch Daniel in seiner Ausbildung gelernt, dass man im Herzland der angelitischen Kirche, in den Ebenen und an den Küsten Michaelsland Traumsaat nicht zu fürchten brauchte, da sich das eklige Gezücht des Herrn der Fliegen nicht so nahe an die ewige Stadt heranwagte. Er dachte an alles Mögliche, eine außergewöhnliche Wettererscheinung, ja, an ein vorsinnflutliches Gerät, hatte aber nicht die richtige Idee, bis es zu spät war. Zwischen den Baumwipfeln weit unter ihm schoss mit rasch lauter werdendem Brummen ein Geschöpf des Herrn der Fliegen empor, das im weitesten Sinne an die Verderberlibellen gemahnt, die der Urelit auf Schemazeichnung der Rameliten gesehen hatte, deren Hinterleib sich aber immer stärker verjüngte und in einem biegsam aussehenden nadelspitzen Stachel endete, der ein wenig an die eines Skorpions erinnerte. Das Maul des Geschöpfs zitterte grün-schwarz glänzend mit Haken bewehrten Chitinzangen. Für einen Augenblick glaubte Daniel, ihm müsse das Herz stehen bleiben. In der nächsten Sekunde reagierte er. Den geistigen Kanal, den Ariel für sie offen hielt, für den mentalen Schrei »Alarm! Traumsaat!« nutzen und den Bogen aus dem Futteral reißen, war eins. Daniel spannte seinen Bogen. Die Jagd war eröffnet und musste sich noch zeigen, ob er Jäger oder Beute sein würde. Als Daniels Hilfeschrei in ihrem Kopf widerhallte, war Ariel entsetzt. »Traumsaat? Hier? In Michaelsland?« Das konnte. Das dürfte nicht sein. Und doch sah sie weit vorne in der Luft die weißen Schwingen ihres Scharbluders blitzen und konnte noch etwas anderes erkennen, das sich von vor dem spärlichen Lichte des Himmels finster abzeichnete. Die Michaelitin reagierte, ohne zu denken. »Daniel wird von Traumsaat angegriffen. Adoniel, rasch, hilf ihm, beeil dich. Maloriel, Rahel, ihr bleibt bei Wenzel. Schützt ihr mit eurem Leben. Nun macht schon.« Ohne sich noch einmal umzusehen, schlugen sie mit den Schwingen, schossen gen Himmel und zogen dabei ihr Schwert. Daniels erster Pfeil prallte wirkungslos an der Stirnplatte der Kreatur ab, die etwa 4 bis 5 Mal so lang war wie der Urelit.
Die Kreatur öffnete die Greifzangen. Daniel schlug in der Luft einen Haken, ließ sich ein Stück absacken und raste dann in Richtung Stadt davon. Aber er floh nicht um seiner selbst willen. Sein einziger Gedanke galt dem Versuch, möglichst viel Distanz zwischen seine Schar und diese todbringende Kreatur zu bringen. Als er den Abstand zwischen sich und dem Dämon für ausreichend hielt, um sich ein solches Manöver leisten zu können, wirbelte der Urelit mit der Grazie, die im Flug nur seinen Orden aufzubringen imstande war, herum und ließ einen weiteren Pfeil von der Sehne schnellen. Er schlug mit einem widerwärtigen Krachen in eines der dunkelgrün schillernden Facettenaugen der Kreatur ein. Dann warf er sich wieder herum, schlug mit den Schwingen wie noch nie in seinem Leben. Die Bestie war viel näher gewesen, als er erwartet hatte. Mit Mühe und Not konnte Daniel einem besonders hoch aufragenden Baum ausweichen. Seine Verfolgerin machte sich die Mühe nicht, und er hörte hinter sich das Summen mit ohrenbetäubendem Krachen und Bersten. Adoniel raste heran. In seinem Bemühen, den Abstand zwischen sich und dem chitinösen Monster, das seinen Scharbruder über die Baumwipfel hetzte, zu verringern, legte der geflügelte Krieger jede Unze Kraft, die der Herr ihm geschenkt hatte, in seine Flügel. Als er das Bersten des Baumes hörte, wurde ihm mit schrecklicher Gewissheit klar, welch Urgewalt diese Bestie darstellte. Der Gabrielit zog mit einem Kriegsschrei, der ihm den Flugwind von den Lippen riss, sein Flammenschwert und ließ es auflodern. Daniel hatte nie wirklich eine Chance gehabt. Zwar war er ein großartiger Pfadfinder, dessen Orientierungssinn seinesgleichen suchte, und noch ein besserer Flieger, aber gejagt wurde er von einem Untier, das direkt aus dem Träumen des Widersachers entsprungen zu sein schien und den Schöpferplänen des Herrn spottete. Es hasste ihn ebenso abgrundtief, wie normale Tiere positiv auf ihn zu reagieren pflegten. Das grässliche Geschöpf verkürzte plötzlich mit einem scheinbar mühelosen Tempoausbruch den Abstand zwischen ihnen. Daniel wirbelte herum, um sich zu stellen, und da war ihm klar, dass er diesen Kampf nicht davonfliegen konnte. Scheinbar unendlich weit hinter sah er seinen Scharbruder heranjagen, einen furchterregenden, schwarz gekleideten Kämpfer mit lohendem Schwert. Der Gabrielit hätte zweifellos das Herz noch des verstockten Ketzers in schiere Panik versetzt, aber die Skorpionlibelle schenkte dem herannahenden zweiten Gegner keinerlei Beachtung. Sie prallte mit dem gepanzerten Kopf ungebremst gegen den entsetzten Urieliten. Daniel spürte, wie ihm mit ungeheurer Wucht die Luft aus den Lungen getrieben wurde. Die Bestie schloss ihre Kieferzangen zu einer eisernen Umklammerung um den Brustkorb des Engels herum. Seine Arme wurden taub. Ohne etwas dagegen tun zu können, sah er, wie seine rechte Hand sich öffnete und seinen Bogen entließ, der nutzlos zur Erde trudelte. Wie gelähmt hing er in der Umklammerung der Zangen, die sich weiter schlossen, und er schrie. Während die Kreatur mit unverminderter Geschwindigkeit niedrig über den Baumwipfeln dahinschoss, ihre Beute fest umklammert, hörte Daniel das grässliche Knacken, mit dem seine Rippen brachen. Etwas in ihm barst. »Ich werde innerlich verbluten«, stellte er mit sonderbarer Klarheit fest. Wie ferngesteuert tastete seine Hand nach seinem Waffengurt. Es gelang ihm, seinen langen Dolch zu ziehen und ihn als letzte Haltung mit aller Kraft in das vor ihm gesehene rechte Facettenauge der Kreatur zu rammen. Dann schwanden ihm die Sinne. Adoniel sah seinen Scharbruder in dem Moment zusammensacken, als er in vollem Fluge direkt hinter dem Kopf auf den Rücken der Kreatur landete. Breitbeinig stehend und mit Schwingen schlagend kämpfte er Sekundenbruchteile um sicheren Halt. Er war nicht sicher, ob das Vieh überhaupt bemerkt hatte, dass er da war. Jedenfalls machte es keine Anstalten, sein halsbrecherisches Tempo zu verringern. Der Gabrielit ließ seinen geübten Blick über den Rücken des Monstrums gleiten. Irgendwo musste es doch eine Schwachstelle geben. Dort, direkt am Ansatz des Kopfes, wo bei Menschen der Nacken gewesen wäre,
schien es eine Lücke im ansonsten makellos schwarzen Chitinpanzer zu geben. Adoniels triumphales Aufheulen ging in der ihm umgebenden Geräuschkulisse aus schwirrenden Flügeln und fauchendem Wind unter. Dann hob er das Flammenschwert hoch über den Kopf und rammte es mit aller Macht nach unten. Die geweihte Klinge fuhr ins Fleisch der Traumsaat-Kreatur wie heißes Eisen in einen Eimer Fett. Es traf die anvisierte Schwachstelle. Chitin glomm und schmolz. Fleisch verging zischend und die Kreatur schrie gellend, laut gezogen und unerträglich hoch. Eine laute Woge heißen Jubels brandete durch Adoniel. Auch Arie, die inzwischen beinahe aufgeschlossen hatte, sah, wie ihr Scharbuler den Todesstoß setzte und wollte ihm noch geistig zujubeln. Da sah sie, wie der stachelbewehrte Schwanz des Monsters in hohem Bogen emporzuckte. »Adoniel!« schrie Ariels Geist, doch ihre Warnung kam zu spät. Der vor Anstrengung keuchende Gabrielit spürte einen dumpfen Schlag zwischen den Schutterblättern. Dann war die Welt urplötzlich ganz aus Schmerz gemacht. Er sah an sich herunter und erblickte ungläubig, wie die Spitze des Stachelschwanzes des Monsters sich durch seinen Brustkorb bohrte. Blut schoss aus der Wunde. Etwas riss ihn hoch. Adoniel brüllte vor Schmerz, doch sein Schrei ging in ein erstickendes Gurgeln über, als sich ein Schwall heißen Blutes aus seinem Mund ergoss. Dann versank alles in Dunkelheit.